So, mein letztes Video nochmal in Kurzform für die Leute, die einfach nur wissen wollen, was Sache ist, was sie tun sollen. So, für die faulen Leute, also hier gibt es keinerlei Erklärung jetzt, warum, wieso, weshalb. Ich sage es einfach nur, was die deutlich gesünderen Alternativen sind zu Produkten, die in der herkömmlichen Ernährung, besonders auch bei Veganern, immer wieder auftauchen, beziehungsweise am häufigsten vertreten werden, als Grundnahrungsmittel gesehen werden. Und da habe ich jetzt zum Beispiel aufgelistet Reis, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, aber auch zum Beispiel was für Süßigkeiten kann man auch einfach ersetzen mit Süßigkeiten, mit gesunden Süßigkeiten. Jetzt fange ich an, Reis ersetzen mit Parboiled-Reis, ist eine sehr gute Alternative, hat weniger Antinährstoffe. Dann immer wegen den fehlenden Ballaststoffen mit Gemüse kombinieren. Allgemein Getreide und Hülsenfrüchte immer als Beilage sehen. Mindestens 50% Gemüse dabei, wie man kann es auf verschiedenen Arten kreativ zubereiten, auch einfach zubereiten, das Gemüse. Auch als Bratlinge oder sowas. Aber sollte eigentlich sogar im allerersten Fokus stehen, also 2 Drittel Gemüse und 3 Hülsenfrüchte als Beilage. Aber mindestens 50%. So eine Reispfanne oder so ein Salat mit Reis drin. So Nudeln ersetzen, also auf Weizen komplett verzichten, wegen enthaltenen Gluten. Ich wollte ja nicht erklären. Nudeln ersetzen mit Buchweizennudeln oder Hirsennudeln oder zumindest Maisnudeln. Hier so ein Buchweizen sind basenbildend, basisch, Maisnudeln nicht. Kartoffeln sind ganz gut, die sind schon basisch, haben keine Antinährstoffe wie Getreide. Also Kartoffeln immer vor Getreide setzen. Wenn ihr Bock auf Getreide habt oder irgendwas, was euch satt macht oder sowas, dann lieber die Kartoffel wählen. Und noch besser Süßkartoffel, die ist sogar dreimal so gut wie die Kartoffel. Weil nur ein Drittel der Stärke hat. Und noch besser wäre natürlich stärkefreies Gemüse wie Möhren oder wie heißt es, Kohlrabi, das dann irgendwie marinieren ein bisschen und dann so Pommes backen. Oder auch irgendwelche Bratlinge aus Kürbis und Möhren machen. Da gibt es sehr viele Sachen, die auch ziemlich einfach sind, ziemlich günstig sind. Das wäre dann stärkefrei. Als nächstes haben wir Brot, wo viele süchtig nach sind. Da einfach müsst ihr selber Brot machen, am besten. Ihr könnt Essener Brot kaufen. Das ist aus gekeimtem Dinkel, meine ich, ist aber auch nicht optimal. Ansonsten einfach selber machen, das ist ziemlich simpel. Ihr nehmt dann statt Weizenmehl oder statt Dinkelmehl einfach Hirsemehl, Buchweizenmehl oder zermixte Süßkartoffeln. Zur Not Reismehl. Hirse, Buchweizen ist wieder basisch. Von Natur aus Reis hat zumindest kein Gluten. Auf Gluten verzichten ist wichtig und dann braucht ihr da halt ein Bindemittel wegen dem fehlenden Gluten und da gibt es Leinsamen oder Leinsamenschalen oder Agar-Agar oder Guarkernmehl, Sojamehl, je nach Rezept Bananen, Datteln, Kokosraspel, Kichererbsenmehl, so als Bindemittel. Ja, also Weizenmehl immer ein Bindemittel plus Buchweizenmehl oder Hirsemehl oder Reismehl nehmen. Da könnt ihr dann halt auch alle anderen Rezepte machen, wo ihr normalerweise Weizenmehl reinpackt und damit ersetzen. Nüsse könnt ihr weiterhin konsumieren und wie heißt es, Ölsaaten. Schokopudding macht ihr zum Beispiel aus Avocado, Banane und Karottpulver oder zum Not Kakaopulver oder Vanille als Vanillepudding. Das ist richtig simpel, das ist auch günstig, lecker. Und ja, gesund und schmeckt gut. Hülsenfrüchte, wie gesagt, auch nur als Beilage, ist aber zumindest ein guter Säurebildner. Am besten gekeimt oder fermentiert. Keimen braucht man nur 2 Tage, da muss man auch nicht viel machen, ist ziemlich simpel, keimen lassen. Ja, und so Bratlinge aus gekeimten Kichererbsen, gekeimten und fermentierten Kichererbsen schmecken besser als Fleisch. Popcorn ist ganz cool, weil da wird beim durch das Aufpoppen und Braten wird ein bisschen Stärke in Zucker umgewandelt, genau wie beim Backen. Und da einfach eine Pfanne mit ganz wenig Öl bedecken, ein bisschen Zucker beigeben, Popcorn-Mais rein,
Braten fertig. Öl, am besten Olivenöl oder Kokosöl, die sind basisch. Und wirklich in erster Linie viel Gemüse integrieren und als Hauptmahlzeit Gemüse nehmen. Auch sonst die Grünkohlchips oder sowas. Okay, das war die Kurzversion des Videos. Bis dann.